So, wir stehen jetzt in Dangast am südlichen Zipfel des Jadebusens und ich blende es auf der Karte mal ein. Und das soll die einzige steile Küste der Nordseeküste sein. Jetzt habe ich aber gerade einen freundlichen Mitarbeiter von der Ortsverwaltung gefragt und der hat mich ganz begeistert angeschaut. Steilküste? Hier gibt es keine Steilküste. Also irgendwie ist unser Reiseführer wohl etwas überaltet. Aber eine Steilküste geht ja normal nicht weg. Ja, ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier am sehr schönen Sandstrand. Mit Watt. Mit Watt, ja, genau. Ja, weil hier ist mit der Ebbe und Flut. Und hier hinten, geradeaus, ist Wilhelmshaven. Die saubere Stadt. Ja, und hier ist wieder mal ein ziemlicher Wind. Obwohl, ich glaube, so ein Wind, dass den Schafen die Locken weggehen, oder wie war das? Ja, wie manch einer von euch geschrieben hat. Ich glaube, so ein Wind ist noch nicht. Also, es ist sehr windig hier. Ist auch schön hier mit den Leuchttürmen da, die da im Wasser stehen. Und ganz hinten ist Bremerhaven. Und ich glaube, Ossi, weil wir müssen ja wieder zurück. Langsam müssen wir schon an die Rückfahrt denken. Ja, leider, ja. Wir machen uns jetzt auf Richtung Bremerhaven. Ja, jetzt gehen wir aber hier noch ein bisschen spazieren. Ja. Wir haben Tipps bekommen für Fischrestaurant und es fehlt mir noch ein Fisch. Noch mal einer. Ah ja, ah ja. Ja. Okay, wir schauen mal, was wir hier finden. Ja, hier nichts, ja, in Bremerhaven. Ach so, okay. Heute Abend zum Abendessen. Ah, okay. Werden wir mal sehen, wie weit wir kommen heute. Jetzt gehen wir hier erstmal noch ein bisschen rumlaufen, oder? Ja, genau. Lasset uns die steife Brise um die Nase wehen. Oh, wir sind da übrigens ganz in der Nähe von den Rocky Mountains. Was? Da, schau mal her. Da das Wattenmeer ist 0,05 Kilometer. Die Rocky Mountains 8108. Und das Great Barrier Reef, da können wir auch hin, das sind 14.702 Kilometer. Dann gehen wir lieber ins Wattenmeer. Das sind nur 0,05 Kilometer. Genau. Da ist immer schon wieder im Watt. Also das Meer ist schon wieder ganz schön zurückgegangen. Und ein eisiger Wind. Im Sommer noch mal her. Ich will unbedingt mal eine Wattwanderung machen. Ja, ich auch. Wir wollen ja eh auch noch mal so die ein oder andere Insel hier bereisen, oder? Ja. Ja. Zumindest mit einem Tagesausflug. So, wir stehen jetzt hier vom Friesendom und der hat mit den Jadebusen direkt zu tun, denn das war alles Festland und das Meer hat immer weiter auf das Festland gedrückt. Das begann also schon zur Eiszeit vor ca. 10.000 Jahren und man hat hier diesen Friesendom aufgestellt zum Gedenken an die Opfer der Sturmflut. Es sind weit mehr als 100.000 Menschen der Sturmflut zum Opfer gefallen. Viele Ortschaften sind versenkt worden und man hat wohl erst im 11. Jahrhundert gelernt, wie man Deiche baut und wie man sich gegen das Meer wehrt, was mittlerweile ja sehr gut gelungen ist. Heute hat man die Dämme, die nur noch gelegentlich überspült werden und keine großen Schäden mehr durchs Meer angerichtet wird. Dieser Friesendom ist wie ein Kreuz gehalten und die vier Blöcke symbolisieren die vier Himmelsrichtungen und in der Mitte hängt eine Glocke, die so ausgelegt ist, dass wenn der Wind so stark ist, dass eine Sturmflut droht, dass diese Glocke das Läuten anfängt. Also das ist hier der Friesendom im Nordseebad Dangast und eine Gedenkstätte den Opfern, für die Opfer
die hier zu Tode gekommen sind, ca. 100.000 Menschen durch das hereinrückende Meer. Und das sieht man noch gegenüber ist Wilhelmshaven und östlich bzw. rechter Hand jetzt von uns aus gesehen ist dann Bremerhaven, wo wir dann hinfahren werden. Seestädt beim schwimmenden Moor. Und wenn ihr schaut, da hinten ist der Damm, hier steht unser Gustl und hier ist die Flut. Und es ist jetzt die Gelegenheit für die Ursi, damit sie wieder ein kleines Fußbad nimmt. Nö, nö, nö. Einmal reicht. Außerdem, nachher, da purzel ich womöglich noch voll ins Wasser rein. Nö, nö, nö. Also, wir haben jetzt hier Hochwasser. Also die Flut, jetzt geht es dann langsam wieder zurück, aber im Moment haben wir so ziemlich den Höchststand. Und wenn man da an die Straße hinschaut, dann sieht man auch, dass da Muscheln liegen. Das heißt, diese Straße wird häufig überspült. Es heißt auch, wenn man da drauf fährt, man fährt auf eigene Verantwortung, weil das ständig überschwemmt wird. Und man nennt das Ganze auch das schwimmende Moor. Ja. Bei Seestädt ist es. Ja, aber hier an der Stelle nicht, sondern es ist dahinter. Da hinten, wo ihr die Bäume sehen könnt, wenn ihr sie sehen könnt, weil wir filmen jetzt da mit der weißen Kamera. Die Ussi hat nämlich jetzt keine Lust zum Filmen gehabt. Doch schon, ich werde das jetzt schon noch filmen, aber ich will jetzt das Zeug hier drauf haben. Ja, wenn wir zurückfahren, dann tun wir von Damm aus noch mal ein paar Bilder machen. Ja, ich laufe ein Stück davor und mache da noch Film. Ich möchte. Also die Ursi läuft noch zurück. Ja. Ja, ein Stückchen davor, weil hier ist von der Perspektive aus jetzt nicht so ideal. Genau, und ich ziehe mich in Gustl zurück. Ich habe nämlich auch noch was anderes zu tun. Ja, ja. Ja, aber das will ich euch noch mal zeigen. So schön ist der Jadebusen. Also ganz, ganz herrlich da. Und Seestädt, das ist absolut ein Tipp. Da sind auch jede Menge Parkplätze. Also entweder ist da die Hölle los, wenn Saison ist. Wir sind jetzt hier ganz alleine. Fast und, ganz alleine. Ja, und eigentlich wäre es ein richtig toller Übernachtungsplatz gewesen. Aber man sieht die Dinge halt immer erst zu spät. Oder die Ursi hat wieder nicht geschlafen nachts, ja, weil sie Angst hat, die Sturmflut kommt. Genau. Also das ist so schwierig, da einen Fisch herzukriegen, das ist unglaublich so. Das ist mir bei der Herweg 3, da ist das deutsche Hoheitssymbol drauf, also ist ein Bundesministerium für Forschung. Aha, also okay. Das scheint irgendwie so ein Forschungsschiff zu sein.
kein Fischfangkutter. Ja, also verzweifelt im Bremerhaven am Fischereihafen, kriegen keine Fisch. Das ist der alte Fischereihafen. Ja, ein paar Dinge haben wir gekriegt, ein paar Rollmöps. Ja. Also zur Not haben wir wenigstens Rollmöps. Ja. Jetzt gehen wir zur Doppelschleuse und da stellen wir dann einen Sinn für die Nacht. Und vielleicht finden wir da einen Fisch. Furchtbar kalt, windig, sehr interessant. Aber kein Fisch. Kein Fisch. Also, wir gehen uns weiter auf die Suche. Genau. So, das war auch ein vergeblicher Versuch. Alles hat entweder um 14 Uhr zu oder es hat am Montag zu. Es gibt keinen Fisch. Und wenn das so weitergeht, dann fahren wir heim, ohne richtig nochmal Fisch gegessen zu haben. Und dann gehen wir zum Edeka, zum Captain Iglo und holen uns da einen Fisch. Ja. Gell, was ist, so machen wir es. Ja, wahrscheinlich. Sturmfluten betroffen und das sieht man am besten hier. Da steht die Ursi und umso weiter ich weggehe, umso mehr seht ihr, wie die Sturmflut war. Die Grenze oben ist 7,45 Meter von 1962. Also das geht da deutlich über den Deich drüber. Ich muss mal sagen, eine Immobilie hier zu haben, ist dann sicherlich auch von einem gewissen Risiko geprägt. Und wisst ihr was, ich habe heute Nacht gar nicht gut geschlafen. Das lag aber nicht daran, dass es hier eventuell laut war, sondern die haben ja irgendwie schon ein bisschen stürmische Zeiten angesagt, also halt starker Wind oder so. Und dann bin ich dauernd aufgewacht, weil ich Panik hatte, da kommt eine Sturmflut. Helle hat mich natürlich tierisch ausgelacht, gell? Also, es gibt keine Sturmflut, sagt er. Hier, jetzt. Und schon sehen wir, dass es hier Sturmfluten gibt. Es gibt hier schon Sturmfluten, ja, aber die werden rechtzeitig vorher angekündigt. Ja, okay, also es kam heute Nacht zum Glück keine und wir haben sie gut überlebt. Da unten haben wir heute Nacht geschlafen, direkt am Damm.
Natürlich verbotenerweise, denn hier ist alles verboten. Das, was offiziell ist, hat geschlossen. Da ist es verboten zu stehen. Und das, wo man dann stehen kann, das ist verboten für Wohnmobile. Wir haben uns jetzt einfach hingestellt und übernachtet. Und es war kein Problem. Es macht auch keinen Sinn. Es ist ja nichts los hier. Ja, genau. So. Es ist eigentlich schade, dass dann, wenn alles geschlossen ist, dass man dann wenigstens nicht über Nacht stehen bleiben kann. Ja, ja, die sind, ich denke mal, die haben kein Problem damit. Sie stellen halt nur keine Schilder auf, hier darfst du übernachten, weil alles andere geschlossen hat. Aber es ist toleriert, davon gehe ich mal aus. Ja. So, und jetzt hier sind wir also jetzt am Jadebusen an der Halbinsel Butjadingen. Und es war früher geprägt durch Sturmfluten und waren wohl lauter kleine Inseln, die man erst im 16. Jahrhundert durch die neue Methodik des Dampfbaus wieder miteinander verbunden hat. Und somit ist es jetzt dauerhaft Festland, wenngleich es natürlich immer von Sturmflut bedroht ist. Das sieht man ja auch hier, wie das Meer kommt. Aber natürlich ist es unbegründet, wenn man hier am Dampf steht, dass man Angst haben muss, man wird nass. Ja, naja, ja, aber du hast ja jetzt gerade die Tafel da unten gefilmt, ja. Also ganz so ohne ist es ja wohl nicht. Ganz so ohne ist es nicht und die Häuser, also ich würde mir hier unten kein Haus kaufen, denn Wasser im Haus zu haben, das ist mit Sicherheit keine lustige Angelegenheit. So, Ossi, und jetzt machen wir unser Fazit. Jawohl, also Nordsee und Jadebusen, um die Jahreszeit zu bereisen, ist wunderschön. Ja, man hat überall Platz. Kalt oder frisch, ja, aber man kann sich ja schließlich dementsprechend anziehen. Man hat natürlich überall Platz, wenn man Platz findet. Es ist halt alles geschlossen. Wir konnten nicht mehr, haben gestern nicht mal mehr einen Fisch gekriegt. Ja. Weil sämtliche Lokale, die hier halt alle am Deich sind, ist alles zu, was sehr schade ist. Ja. Inklusive Bremerhaven. Also wir haben definitiv viel zu wenig Fisch bekommen. Wir haben in Bremerhaven zwar noch einen Rollmops gekauft, aber das ist natürlich nicht das, was ein Kabeljaufilet oder irgendein ein Fischfilet ausmacht, was man im Restaurant essen kann. Wir haben ein Fischrestaurant gesucht, aber wir haben keines gefunden. Nein. Das eine macht um 14 Uhr zu, das andere hat gar nicht offen. Also wir waren definitiv an der Nordsee und haben keinen Fisch zum Speisen gefunden, obwohl wir das gerne gemacht hätten. So fahren wir nach Süddeutschland zurück, da gibt es ein Restaurant und die bieten Fisch an, Nordseefisch, und da gehen wir dann wieder zum Fischessen. Das schmeckt da auch übrigens sehr gut, meine ich. Ja, ja. So, und jetzt, ja, leider ist unsere Zeit jetzt hier vorbei. Wir müssen zurück, wir haben ein kleines Postfach und erwarten generell immer etwas an Post und jetzt müssen wir zurück. Wir sind schon ganz nervös, ob das Postfach denn überquillt. Heute fahren wir definitiv zurück. Ja, also unser Urlaub ist somit vorbei, aber die Nordsee hat uns nicht das letzte Mal gesehen. Nein. Ja, die Nordsee hat uns einmal wieder gezeigt, dass es eigentlich eines der schönsten Flecken der Erde ist. Ja, also in Deutschland auf jeden Fall. Wir kommen wieder. Und es ist hundertprozentig sicher, denn wir haben beide beschlossen, dass wir gerne eine Wattwanderung machen möchten. Mhm. Wir möchten auch noch die ganzen Empfehlungen, ja, das muss ich noch dazu sagen, wir haben für Bremerhaven so viele Empfehlungen bekommen, wo wir uns hinstellen sollen, wo wir Fisch essen können. Und ich war dann auch an diesem einen Stellplatz gestanden, der direkt an der Doppelschleuse ist. Aber der Stellplatz liegt zwar wunderbar, allerdings in der Senke. Man sieht hier kein Schiff, da wollten wir nicht stehen. Und ich habe dann geschaut, ob ich den Kommentar oder die Kommentare noch finden, die uns Empfehlungen für Bremerhaven geben. Ich habe sie bei der Anzahl der Kommentare nicht mehr gefunden. Mhm. Vielen Dank für eure Teilnahme an unserer kleinen Reise. Ja. Ja. Das hat uns wirklich überwältigt, die positive Resonanz. Ja. Und es ist wunderschön hier, wir können es jedem nur empfehlen, auch im Winter ist es schön, hat auch ihren Reiz. Genau, wie ja viele sagen, hier ist jetzt nichts touristenmäßig nichts los. Das stimmt, hat natürlich den Vorteil, man kommt überall gut hin. Allerdings der Nachteil, wie schon erwähnt, es ist halt das meiste geschlossen. Ja, und Wattwanderung gibt es auch keine und das wollen wir das nächste Mal definitiv machen. Ja. Deswegen, wenn wir herkommen, dann auf jeden Fall zu einer Jahreszeit, wann die Wattwanderung stattfindet. Und wenn wir das nächste Mal in den Norden hochfahren, dann geht es nicht an die Ostsee, da geht es nicht an die Nordsee, da geht es an den Nordostseekanal. Denn das ist schon ewig mein Traum, den Nordostseekanal mal abzufahren. Mhm. Und das ist
definitiv das nächste Mal der Fall, wenn wir hier an die Nordsee kommen. Und die Ossi hat mir das schon genehmigt. Ja klar, es interessiert mich ja auch, oder? Also. So große Pötte zu sehen, also hat ja was. Also in dem Fall verabschieden wir uns jetzt. Jawohl, und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir bedanken uns nochmal für die vielen Kommentare und die Anteilnahme. Und jetzt winken wir. Ciao, macht's gut, ja, bis bald wieder.